Ladies and gentlemen, please welcome Dan G-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 
Nicky, hey, ich weiß, die Party läuft schon. Sie ist fast vorbei. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ach, du machst mich irre. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte beeil dich. Du fehlst uns. Ihr mir auch. Bin bald da. Sorry, Nick, ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gebrauchte Autos? Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz ablegen. Ich brauche ihn lebend, Johnny. Ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell. Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst. Ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Check. Öffnen Sie Ihr Smartphone, wenn Sie die App Auto auf Abruf. Schalten Sie Fahrzeuge frei, indem Sie sie fahren oder Zivilisten hacken. Kaufen Sie Fahrzeuge direkt in der Auto auf Abruf-App. Während laufender Mission steht dieser Dienst nicht zur Verfügung. Nee, wir brauchen jetzt wohl kein Auto und können uns nicht umsehen. 650, da werden wir wahrscheinlich auch kein Auto leisten. Deshalb gehen wir jetzt erstmal zu Nicole, unserer Schwester, auf den Geburtstag von unserem Neffen. Party läuft scheinbar schon. Ich bin nicht wenig bei der letzte Saison nach einer Party. Ich bin nicht schlimmer als der letzte Saison nach einer Party. Das wird gut. So wird unsere nächste Mission heißen. Ich würde sagen, öffnen wir das Tor und starten die Mission. Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Nicky. Bin ich soweit? Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt fürchte ich die Stille. Gehen wir mal hin, wir wollen ja nicht der Letzte sein. Und auch keine Zeit mehr verschwinden. Guten Tag, der Herr. Wo müssen wir wohl hin? Oh, es scheint sehr viel los zu sein. Okay. Geht wohl gut ab, die Party. Dann los. Wie alt warst du heute? 10. Nein, du bist noch 9. Nein, 10. 9. 10. 9. 10. Gut. Wenn das so ist, gibt's 10-mal. Geburtstagskitzeln. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mom! 8, 9. 10. 10. Warte mal bitte. Also, ein ganzes Jahr und. Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Lass dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, das sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Hm. Jax! Hey! Ich komme zu spät. Kriege ich eine Umarmung? Wow! Bist du groß. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool.
Hast ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch. Ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komme sofort nach. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich versprech's. Du und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? Missionsnamen sind scheinbar Zitate aus den Zwischensequenzen. Das letzte Mal, als ich hier war, war Linas Geburtstag. Handy auf einer Party. Wir brauchen mich nicht nur am Handy hocken. Jax himmelte sie an. Wie wir alle. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster, aber ich war echt böse. Ich hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte Vergleich zu unserem Bart sieht das hier schon legt euch 20 nicht mit Mal besser aus. Ich weiß noch, du und aber Mom waren furchtbar krank. Aber Dad, sein Sohn muss seine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich. Verbrannt und super bitchy. Geburtstag. Genau so war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht, aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige, ich plappere. Tablet. Büro 5 Klasse. Ach, ehrlich? Nein, nein, ich will sie nicht unterdrücken. Wer ist denn da? Glauben Sie, die Nummerunterdrückung schützt sie? Kidnapp. Hören Sie, die Polizei kann den Anruf verfolgen. Alles klar. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Fühlst du dich sicher, Nikki? Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und, hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch, es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nikki, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser, ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. Tut mir leid, für Jackson, dass er so einen Geburtstag feiern muss. Verarscht Leute am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Da bist du ja. Google Maps sei Dank. Mist, er will abhauen. Ich stehe gerade in mein Auto. Da warten wir. Verfolgen unseren Kameraden hier mal. Er versucht halt meine Schwester anzujagen. Das ist meine größte Angst. Kann man ein Auto nehmen. Dass meine Familie wieder bedroht. Doch nicht. Jetzt aber. Du verfolgst ihn also gerade. Nee. Das glaube ich ja nicht. So ist das nicht.
Hör auf, den Helden zu spielen, Aiden. Lass es einfach. Lass was? Ja, die Verbindung ist schlecht. Ich kann dich nicht hören. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, hallo? Bist du noch da? Ich höre nichts. Ich hab's los. Wo ist dein Handy? Da ist dein Handy. Dann haben wir einen Deal. Scheiße, ja. Kann ich ja kaum glauben, dass sie mich für einen Telefonstreich bezahlen. Nikki Pierce, ja? Ich werde die Schlösser erwähnen. Und das Kind. Ah, aber es fühlt sich falsch an. Darum geht es ja. Jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nikki zu belästigen. Wer würde für so etwas bezahlen? Hey, bist du weiter mit DedSec? Ich brauche die CTOS-Hacks. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauche ich deine Hilfe. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hacke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. Netzwerk hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Dann hätten wir auch die zweite Mission beendet. Wir haben neue Stehkomplatten, aber die lösen jetzt mal noch nicht ein. Bloom heuert private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewahren. Die sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin da. Im Handschuhfach hat ja diese Person gerade fast $200. Okay. Wenn CTOS die Wachen verdoppelt, verdopple ich meine Waffen. Guten Tag. Schöner Tag, oder? Stunde, ja. Wenn Sie was wissen wollen, fragen Sie ruhig. Ja, 1500. So. Was nehmen wir? Die 416 ist ein gut verarbeitetes deutsches Sturmgewehr. Eine solide Waffe, die man am besten für Distanzschüsse verwendet. Klar, deutsche Waffenkunst. Nehmen wir mit. Vielen Dank. In den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hacker-Aktivistengruppe DedSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Bloom-Sprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS-Zentren. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt ausgebildet. Tatsächlich, Miss Gardner, sind diese Wachleute, auf die Sie Bezug nehmen, militärische Söldner, viele davon mit krimineller Vergangenheit, ist es nicht so? Ja, sie haben beim Militär gedient, aber wir sollten unsere Soldaten nicht verteufeln, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Das CTOS-Netzwerk wird gut bewacht. Und somit erhalten die Bürger die Sicherheit, die sie verdienen. Das war Bloom-Sprecherin Charlotte Gardner über die Sicherheit des CTOS. Ja, über die Sicherheit des CTOS-Systems sprechen wir in ein paar Missionen nochmal. Kampagne. Backstage-Pass. Klingt gut. Geh mal hin. Das ist gut.
fahrt los. Die neue Sicherheit ist ziemlich gut. Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer hinter dem Anruf steckt. Guten Tag. Sprengen. Okay. Gut erkannt. Oh. Geil. Gut. Oh mein Gott, wie dumm muss man sein. Ah, der nächste. Freuen wir dich auch mal. Oh. Schön. Hm. Wo haben wir denn unseren Sicherheitsmann? Mit dem Kennwort oder dem Schlüssel oder was auch immer. Wo bist du? Hier haben wir unseren Vollidioten. Bist du? Hallo? Wo ist diese dumme Wache? Kein von den Hecken sprengen oder so. Ich glaube, ich muss mal rein. Geh weiter, ansonsten muss ich schießen. Ganz ruhig. Stecken wir uns halt hier. Ja, muss Turm mal auf. Das ist echt komisch. Du Vollidiot. Ich versuche jetzt mal die Schleichvariante. Ich glaube, ich jetzt aber mal in meine Waffe. Oh, die Mann, geht denn hier alles kaputt? Seid vorsichtig. Was gesehen. Aber der alte Herr sieht in seinen Augen wohl nicht mehr so gut. Was machst du denn da? Entschuldigung, ein Zwillingsbruder von dem anderen scheinbar. Naja, soll's geben. Das war ja anspruchsvoll. Solche Minispiele übrigens. Jetzt sind wir in dem Serverraum. Was haben wir hier? Aha. Das CTOS ist scheinbar auch im privaten Haushalten zu finden.
Da denkt man, man wäre zu Hause sicher. Aber nicht mal da bist du sicher. Da fliegt mit seiner Drohne und so nicht die ganzen, die ganze Straße. Aha. Eine duschende Frau. So, Schlingel. Was war das? Das ist doch eine Privatwohnung. Sieht aus, als würde das CTOS die intimen Details der Bürger sammeln. Kein Wunder, dass DedSec das CTOS hasst. Sorgen. Alles in Ordnung. Leg dich wieder hin. Okay? Okay, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch. Geht ein Jahr bei dem. Naja. Nächster bitte. Ähnlich wie bei Far Cry. Ich bin drin. Oder ist das ein Spiel, die Aussichtstürme? Du meinst, du bist im CTOS? Sind hier die CTOS-Türme? Ich sehe mir gerade das Netzwerk an. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen in Nizza. Das könnte sicher von Vorteil sein. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Kriegsler im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen sie mich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. Das Gebiet verlassen, okay. Wie kommen wir jetzt hier am besten raus? Offen halten. Das kommt ja ganz cool im Licht hier. Meinen wir unnötig, aber irgendwie cool. Und hinten steht noch einer. Dann einer. Hat man lieber keinen, hau ab. Ach du Scheiße. Das geht nach euch. Und das war die Mission Backstage Pass. Das ist so 80er. Du tickst nicht ganz richtig. Bestimmt wegen dem ganzen. Hey, du musst was für mich erledigen. Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bringe zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja gut, schön. Ich mache es. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sagte, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss den Typen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Ja, und bevor wir den Gefallen von unserem Freund nachgehen, beende ich hier diesen Part. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, einen Kommentar oder einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann
in Part 3 von Watch Dogs.